Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, hier bei den Ollen Rollen, wo wir in der letzten Episode uns mühsam durch eine Dwemer-Mine schleppten, um diverse Rätsel zu lösen. Und jetzt, dann waren draußen Goblin-Kriege und jetzt hier irgendwas gefunden. Wir wollten eigentlich Quests abgeben. Da vorne ist noch ein Turm. Es ist ja immer irgendwas. Dushnigyal. Wo ist denn das jetzt wieder? Dushnigyal, okay, das ist schön. Ich mache mal Weltkarte. Ah, hier, ja. Und dann gehen wir als nächstes zur Windklippenhöhle. Da wollen wir Quest machen. Ja, 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 ja. Da hinten rennt wieder irgendwas. Weil hier ja immer irgendwas ist. Dushnigyal hört sich sehr freundlich an. Das hört sich so an, als könnte man da einkehren. Sieht ja auch so ein bisschen danach aus. So, es sieht so aus, als müssten wir da quasi. Wir haben prädestiniert. Hallo, liebe Bewohner. Ich komme in Frieden. Ich bringe Lachs und Früchte. Hallo, Murbul. Das ist unsere Festung. Ja. Geht. Ja. Ich freue mich auch, da zu sein. Hi. Huch. Guten Tag. Wie friedlich hier alles ist. Ich grüße euch. Hallo, Häuptling Burguk. Wir kennen euch nicht. Und wir wollen euch hier nicht. Loktar. Okay. Hallo, Shell. Ihr habt aber einen dezenten Lippenstift. Geht einfach, Fremdling. Gut. Die Kette war auch sehr schön. Ich fühle mich hier nicht sehr willkommen. Vielleicht kommt das noch. Hey, Gorbosch. Geht einfach, Fremdling. Ja, gut. Das... Man scheint hier... Das ist... Es wirkt ein bisschen rassistisch. Ich fühle mich, ja, nur weil ich ein Ausstädler bin, Ausstädler raus, muss das denn sein? Hat jemand geweint? Ich eile zur Hilfe. Ich helfe dieser Stadt, damit ich hier gern gesehen bin. So, hallo Garol. Fremde sollten lernen, nicht an Orte zu gehen, an die sie nicht hingehören. Ja, diese Fremden, ich hasse die auch, da habt ihr recht. Hallo Umuren. Wir kennen euch nicht. Und wir wollen euch hier nicht. Ja, Das Metall ist heute sehr stur. Es will sich nicht biegen lassen. Verdammt, stur ist mit... Spart euch euren Zorn für die Schmiede. Ach, wieso? Der Stahl kann euer Gewinsel nicht hören. Schöne, schöne Gespräche. Ich gehe mal in die Duschnik-Mine. Duschnik. Da mag man uns bestimmt lieber, wenn wir das Metall abbauen und mitnehmen. Hallo? Ich grüße euch, Duluf. Diese Festung ist für Orks bestimmt. Ach so. Geht. Jetzt. Habt ihr nicht die feste Farbe erfunden? Okay. Hallo, Mark. Wir kennen euch nicht. Und wir wollen euch hier nicht. Mark Wahlberg, der war früher Schauspieler. Okay, ich mach mal hier wieder Licht an. Gut, wenn ihr mich nicht wollt. Der Codex des Malkat. Ich nehme hier nichts mit. Wenn die mich nicht wollen, dann mache ich mich nützlich. Ich helfe euch mal beim Abbau. Hm? Wie wäre das denn? Mensch, da mögen die mich bestimmt viel lieber. So. Ah, prima. Prima. So. Guck mal, da habe ich einfach mal gemacht. Du, ich kann dir dabei helfen, wenn du möchtest. Du musst einfach mal beiseite gehen. Geh doch mal beiseite. Oh, ich muss niesen. Hatschi. Entschuldigung. Hatschi. So, kann ich hier vielleicht... Oh, das geht. Fremde sollten lernen, nicht an Orte zu gehen, an die sie nicht hingehören. Da habt ihr recht, mein orkischer Stammesgenosse. Ja, das ist richtig. Geht einfach, Fremdling. Ich bin schon wieder weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich suche keinen Streit. Ich will nur helfen. Okay. Hier. Hier wird meine Hilfe doch bestimmt benötigt. Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Hilfreiche. Hallo, Gack. Wir kennen euch nicht und wir wollen euch hier nicht. Das war ein lustiger Gack. Okay. Kann ich hier vielleicht noch... Ja, guck mal, hier kann ich noch helfen. Sehr gut. Ach ja. So. Dann, ich meine, was können die noch mehr von uns verlangen? Wir helfen dir beim Abbau. Wir sagen freundlich guten Tag. So.
hier nochmal. So. La 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 la. Dubidi-du, dubidi-du, dubidi-dab-dab-di, dubidi-du. Okay, das haben wir mitgenommen. Hier oben würde ich eher nichts mitnehmen. Stehlen möchte ich nicht. Wir sind ja froh. Freund. Na gut. Ich glaube, die steht auf mich. Die hat, ich habe was zwinkern in ihren Augen gesehen. So, soll ich übernehmen? Lasst mich mal, hm? Du, Luke. Fremde sollten lernen, nicht an Orte zu gehen, an die sie nicht hingehören. Du lugst. Ich glaube, du lugst. Hör auf zu lugen. Ja, doof. Ich würde gern noch... Nein, 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 nein. Das ist unsere Festung. Geht. Ich will doch nur aushelfen, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Aber hier ist besetzt. Ach so. Ach so. Kann ich hier vielleicht auch? Hier? La 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 la. Lydia, lenk die mal ab. Ich will ihnen helfen. Verdammt, ich will das ich will das Calcium abbauen. Ich brauche das für meinen Knochenbau, für den Knochenbau der Orks. Okay, die gehen dann nicht weg, ne? Wir müssten vielleicht in der Nacht wiederkommen oder wir müssen Mittagspause ausrufen. Die sind schon anstrengend. Huch, Hilfe. Na gut, komm, wir verzichten mal drauf. Mache ich einfach mal. So. Hier unterwegs war nichts, ne? Stehlen will ich auch nichts, weil die halt so nett sind. Ich stehle nicht so oft. So, ich versuche mich zurückzuhalten beim Stehlen. So ein Septimchen oder zwei, wenn die nicht vermisst werden, okay. Aber denen jetzt hier quasi ihre... Das geht ja nicht. Das mache ich nicht. So, tschüss, ne? War schön bei euch. Gibt es eine bessere Waffe als eine Orkklinge? Da buche ich gerne wieder Urlaub. Das sind liebe Menschen hier in diesem Feriendorf. Toll. Wo geht's denn da hin? Ich guck nur mal. Nur mal eben schauen. Dann machen wir Quest. Oh, guck mal, wie belesen. Das Lösegeld für Zarek, die Wahnsinnigen von Reach. Die hat man ja schon. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Aha, aha. Oh, Felder. Oh, das ist aber cool. Guck mal, die haben hier Felder. Da helfe ich doch mal direkt bei der Ernte. So. La, 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 la. So, auch mal ein bisschen hier geholfen. Also ganz ehrlich, die können sich halt nicht beschweren. Muss man einfach sagen. Das wäre jetzt einfach noch unhöflicher als sonst. Okay, gut, wir gehen wieder zurück und ich gehe hier lang zurück, damit Lydia uns folgen kann. Wups, wups. Hätte auch die Abkürzung nehmen können. Entschuldigung. So. Dann lass mal gucken. Da geht's noch irgendwie... Oh Gott, da geht's auch noch lang. Ich schau nur mal, wo wir da hinkommen. Und dann gehen wir aber die Quest abgeben. Oder erstmal erledigen. Dann geben wir sie ab. Aber hier ist gerade so schön, ne? Irgendwie. Also auf eine dürre Art und Weise. Also hier ist sehr, sehr karg. Aber irgendwie doch schön. Das ist so ein Ort, wo man erwartet, dass gleich irgendein Affe ein Löwenbaby in die Luft hält. Und dann tanzen die Tiere und rufen: Hey, Simba! Hey, Simba! Ich wünschte, man könnte sie jetzt in die Luft halten. Okay, es hat nicht so gut geklappt.
Ich habe immer noch diese Rüttelscheiße, ne? Oder? Ich brauche halt echt mal... Ja, Rüttelfieber habe ich immer noch. Was ist das da hinten? Wieder ein Bär? Also, ein bisschen verkorkst aus der Bär. Wohnt hier offenbar alleine. Na gut, du greifst nicht an, ich greife nicht an, hä? Ja, komm. Ich lass dich mal. Ist ja kein infizierter Bär, den müssen wir nicht wegräumen. So. Da geht's lang, hier geht's auch lang. Was bist du denn? Hä? Was bist du? Kann ich dich einsammeln? Du siehst sehr cool aus. Okay, ich... Okay, die bringen Hühnchen um, das finde ich aber nicht so gut. Okay, warte. Dann mach ich doch mal... Nee, ich mach nicht die unerbittliche Macht. Ich mach jetzt, Feueratem. Moin! Das sind sogar drei. Okay, die waren besessen. Die waren besessen von den Viechern. Lydia? Sag mal, Lydia? Die hat langsam Gefallen daran gefunden, glaube ich. Die will einfach nur alles abschlachten. Daggerbag, alles klar. Oh, Entschuldigung, was ist hier? Versteckt. Hallo, ihr Süßen. Daggerbag. I'm bringing Daggerbag. So. Da die Grünen hier immer alles angreifen. Ein Fasan. Eine Fasanenbrust. Lecker. Das gefällt mir halt gar nicht. Die Zweiglinge. So. Richtige Zweiglinge sind das auch. So. Das waren drei Stück. Und da geht's dann. Der sonnt sich wahrscheinlich gerade. Bei dem Wetter. Verständlich ist das was? Bei dem Wetter verständlich. Ich glaube, die Zweiglinge haben hier schon zugeschlagen. Orkjäger, ach du Heilige. Das sind also diese legendären Orkjäger, von denen man so viel hört. Na, herzlichen Glückwunsch. Orkjäger, Eisenpfeil. So, aber ehrlich gesagt, beeindruckend ist das alles nicht, was ihr dabei habt. Aber Hauptsache, ihr seid selber von euch überzeugt. Das ist natürlich die Hauptsache und ihr seid unfreundlich zu anderen. Damit euch ja niemand hilft. Aber ihr wollt ja keine Hilfe, ihr seid ja die Besten, der Besten, der Besten, Sir. Ah, schön hier, ne? Mit diesem Rheinwasserlauf. Oh. In der Mitte entspringt ein Fluss. Was? Was? Rheinwasserlauf. Ach, fuck. Ich wollte doch jetzt zur Quest. Oh. Oh. Vielen Dank. Ich wollte doch jetzt zur Quest. Eines Tages mache ich die Quest. So. Okay. Durchsuchen Truhe. Nehme ich gerne alles mit. Durchsuchen Truhe. Uiuiuiui. Eine Menge dabei. Lydia, das ist toll da unten. Sie macht wieder einen Captain Iglo. Ich speichere mal, ich schwimme nochmal runter. So, ich glaube, mehr gibt es hier nicht, ne? Das war das Einzige.
Moin. Okay. Mir tun die nichts. Ich habe ihre Fischeier dabei. Lydia, darf ich raus? Au, Lydia, bitte. Au. Lydia, lass mich doch mal raus. Ach, was ist denn mit dir? Du musst deinen Hass wirklich mal kontrollieren. Da geht's nicht mehr weiter. Da geht's. Das sieht so aus wie eine Tür hier, ne? Aber naja, ich glaube, das war's hier auch schon. So, okay. Dann. Ist das jetzt abgeschlossen? Kann man die überhaupt abschließen? Windklippenhöhle, die ist immer noch so schwarz irgendwie. Ach nee, da waren wir ja gerade. Reinwasserlauf. Da wollen wir gerade hin, meine ich. So rum. Entschuldigung. So, Lampe aus. Schon wieder ein Bär? Naja, wir tun ihm ja nichts. Wir tun ihm ja nichts. Wir gehen einfach über die Brücke und dann folgen wir dem Pfad, denn wir wollten diese schöne Quest verleben. Ach, ist das schön, wenn man sich einfach strikt an die Questvorgaben hält. Ach, schön. Was ist das da hinten? Gehe ich überhaupt richtig? Okay, wir wollten da eigentlich hin, ne? Dushnigyal, Argentams ist nicht abgeschlossen, komischerweise, obwohl wir da eigentlich alles gemacht haben. Ich gehe nochmal zu den Windklippenhöhlen. Da wollte ich ja eigentlich hin. Shit. So, das wird sicherlich noch gehen, oder? Ich weiß nicht genau, wie ich da rüberkomme. Müssen wir vielleicht doch wieder am Orklager vorbei, eventuell. Ich weiß es nicht. Oder wir jumpen und rannen uns hier ein bisschen durchs Gelände. Ja, jetzt war gut. Ich muss hier halt echt mal durch. Ja gut, das bisschen Brennen macht hier mir nichts aus, offenbar. Lydia? Was macht denn der? Okay. Brownie, ich will hier nur vorbei, ne? Ich bin sicher, wir können uns einigen. So. Siehste. Man kann sich ja auch mal so verstehen. Guck mal da unten. Schon wieder. Schon wieder ein paar Zweiglinge, schon wieder ein paar Beeren. Sag mal, was ist denn hier los? Das ist also dieses wilde Land, von dem alle reden. So, ist der braune Bär noch hinter uns? Das ist ein anderer, ne? Ich kann euch nicht befehlen. Huch! Entschuldigung, ich hab dich gar nicht gesehen. Entschuldige, Kleiner. Ihr seid tot. Wenn jetzt noch. Ach, die Bären auch noch. Der ist aber richtig sauer auf die Natur. Ich glaube, der hasst alles, was Natur ist. Der schießt bestimmt auch gleich auf die Enten. Brutaler Schweinehund. So, warte. Guck mal, wie angewidert der mal sagt und so. Wäre eigentlich lustig, wenn die Enten angreifen würden. Mein Freund, beruhigt euch doch, hm? Beruhigt euch doch einfach. Da ist nur ein Fuchs, der tut niemandem was. Und die Bären da hinten sind auch abgezogen. Die wollen ihre Kleinen beschützen. Wer, apropos Kleinen beschützen. Oh, was haben wir denn dabei? Ein goldener Diamantring war wahrscheinlich seine Frau. Aber den Ehering können wir noch versetzen, dann ist er noch zu was gut. Dann ist sie nicht umsonst gestorben. So. Lieber Jägersmann, bitte beruhigt euch doch. Ich bitte euch. Bitte. Offenbar nicht. Das wird offenbar nichts mehr. Schöner Wasserfall aber auch, ne? Generell schöne Lande. Bisschen karg, wie gesagt, aber schöne Lande. Oh, da humpelt jemand.
Das Bärenbaby geht zurück. Alles klar. Gut, dann lass mal gucken, wo wir lang müssen. Wir sind gerade auf einem fast guten Weg. Duschnigyal. Wir müssen dann Duschnigyal nochmal vorbei. Oder ich gehe hier, weißt du was, ich gehe am Weg... Ja, nee, ich gehe da andersrum. Ich kehre jetzt um und gehe an Duschnigyal vorbei. Das da oben, gehört das dazu? Da liegt ein Drache drauf, ne? Ich muss kurz was probieren, warte mal. Ist das wahrlich ein Drache? Unser Pfeil wird ihn bestimmt nicht treffen von hier. Toter Drache vielleicht? Sieht aus wie ein Drache. Die Pfeile fliegen bestimmt noch nicht so weit. Darf mal abgesehen, aber holla die Waldfee. Lydia! Lydia, Lydia, ich habe einen Drachen gesehen. Oh, Lydia, warum? Was denn? Wir wollen hier auch lang. Wir können uns zusammenschließen. Wir müssen keine Feinde sein. Wir müssen keine... Wir müssen keine Feinde sein. Es geht auch so. Was? Lydia, Entschuldigung. Auf Diplomatie reagiert sich immer ein bisschen empfindlich. Oh Gott. Oh Gott, sieht aus wie Samson aus der Sesamstraße. Nur ohne den großen dunklen Sack. So, hier ist sonst nichts. Hey Kleiner, wenn du deine Eltern suchst, ne? Die sind da hinten. Die suchen dich. Deine Eltern haben gesagt, die haben dich furchtbar lieb. Der ist so süß. Lydia, guck mal, wie süß der ist. Schade, dass er verhungern wird. Lydia, was hast du getan? Du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Adoptier deinen Bären oder beende sein Leid. Da hinten liegen seine toten Eltern. Lydia, du bist so ein Schwein. Lydia ist so ein Schwein. Uff. So, hier haben wir diese Stadt. Die orkische Stadt. Da wollten wir nur dran vorbeigehen. Und ich würde gerne wissen, nur aus Neugier, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt war doch ein Drache, oder? Kann auch ein toter Drache gewesen sein oder einfach ein Lederdach. Ich bin unsicher. Es müsste hier irgendwo gewesen sein. Lydia, wer greift ihn jetzt an? Dovahkiin, Dovahkiin, la 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 la, Dovahkiin, Dovahkiin, wer greift mich an? Wer greift mich an? Dovahkiin, Dovahkiin, ich stehe meinen Mann. Wo ist denn... Das ist doch ein... Das ist sowas von ein Drache. Der bewegt sich sogar noch. Ich hab gespeichert. Jetzt kann nichts mehr geschehen. Ich komme in Frieden. Deswegen habe ich meinen Bogen schon gezückt. Fernwindhorst. Ah. Der sieht uns nicht, weil er mit dem Rücken zu uns steht. Ist das Knochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich wollte eigentlich gerade... Jetzt reicht es. Hä? Aufpassen. Ach, sag ich das Lydia? Entschuldigung. Entschuldigt bitte, ich geisterhafte Überreste. Pharaeus Gefasel. Alter, Dwemagier. 315? Wo kommt das her? Pharaeus Gefasel und Gerümpelfluch. Er schafft ein gewaltiges Kraftwerk, das für 10 Sekunden Gegenstände herumwirbelt. Irgendwie cool. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Pharaeus Gefasel. Getriebe, 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 Getriebe. Okay.
Okay. Ich räume ein bisschen auf, ne? Das ist wahrscheinlich der Gerümpelfluch, der hier zugeschlagen hat. Will man ja auch nicht so liegen lassen, alles. Wow. Wow, was ist denn hier los? Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Ding hier leben verlassen kann wieder. Oh, die WMA Plate mitgenommen. Cool. Bin ein richtig guter Typ. So, was haben wir denn hier? Chimarvamidium. Schwere Rüstung verbessert. Das finde ich sehr gut. Das nehme ich mit. Das nehme ich nicht mit. Aussichtspunkt. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt hingehen, oder? Ich finde es gut, dass in diesem Land alle dieselben Schlösser haben. Das ist bestimmt symbolisch gemeint. So, Major Lockpicking. Schlossknacken ist um 25% leichter. Auch schön. So, Stuhl, Eisenstreitkolben will ich nicht. Scrap Metal, schade. Ich dachte, da wäre noch eine Truhe irgendwie, aber... Getriebe, 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 Getriebe. Sie gehört wohl zu den Getriebenen, würde ich sagen. Ich würde vielleicht noch sagen, das hier... Ich tue hier mal ganz kurz diese 315 Dinger rein. Heilige Scheiße, 317, Entschuldigung. Immer noch zu schwer, weil wir inzwischen die haben. 450. Mit 408. Okay. Nehme ich gleich wieder mit. Lydia, ich weiß nicht, wo du bist, aber da draußen ist ein Drache und ich wollte jetzt rausgehen und mal gucken, wie es aussieht. Ich speichere jetzt hier schon wieder. Keine gute Idee gerade. Jetzt rauszugehen. Oh. Was denn? Drache ist weg? Drache ist nicht so weg, wie ich dachte, dass er weg wäre. Oh, Alter. Mechanischer Dwemer-Drache. Was? Wie cool. Das ist ja nice. Sowas gibt's. Boah, Alter, ich hab das gut gemacht. Kaum Schaden. Ich komme auch nicht zu dem hin. Wir sollten vielleicht nach unten gehen. Nicht hier vom Balkon aus kämpfen. Oh, Alter. Okay, kann ich hier nebenbei mal ein bisschen? Gut. Betonung liegt wahrscheinlich auch ein bisschen. Oh, warte, 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 warte. Fast, 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 fast. So. Ja. Wunderbar. Ja, eine Gabel, zwei Septimen und ein beschissener Zaubertrank. Cool. Tschüss. Tschüss, Drache. Der ist nur Level 5, weil er macht gut Damage, der Drache. Ich würde gerne die Sachen mitnehmen hier drin. Oh. Nee, doch nicht. Ich dachte, da liegt noch was. Das ist dieser komische, unhandliche Stuhl. Wir gehen eigentlich wieder rein und holen das Zeug, ne? Dwematisch. Okay, So. Einmal kurz healen. Dankeschön vielen. Gegen Dwemer-Drachen müsste eigentlich Funken funktionieren. Theoretisch. Dann eben nochmal ein kleines Schlückchen hier Magica. So. Speichern. Nochmal. Und dann mal gucken. Es ist dunkel, wir werden ihn nicht so gut sehen, glaube ich. Oh. Und hier mache ich vielleicht mal den hier. Ja,
Gut, das klappt nicht so gut, wie ich dachte. Ich habe auch keine Heilungstränke mehr, ne? Dass ich noch lebe, ist ein Rätsel. Ist ein Wunder. Okay, das ist nicht so schlau gewesen. Kräftige Magika und normale Magika, let's go. Okay, wir machen halt kaum Damage bei dem. Der ist fucking Level 5. Boah, der zwiebelt uns einfach nur so weg. Der ist Level 5. Gucken wir mal kurz hier aus. Halt einfach immer so ganz knapp an der Ambulanz vorbeischrapeln, ne? Wo ist er denn? Wo ist der? Lydia, wir haben fast gewonnen. Wir haben First Down. Aber wo ist der? Lydia? Scheiße! Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ja, ich glaube... Den werden wir nicht wegkriegen, oder? Ich glaube, das war's hier mit unserer Heldenhaftigkeit. Der ist Level 5! Ich muss nochmal laden. Der ist fucking Level 5. Ich probiere mal Folgendes. Ich versuche mal ganz kurz umzudrehen. Ach, wir sind wieder hier drin. Ja, dann gar kein Problem. Ich schlaf mal über das Ganze, weil es gerade halt echt dunkel ist. Da sieht man nichts, ne? Ist man nicht so in Form. Ich wollte doch nur die Quest machen, aber ich wollte auch wissen, was für ein Drache ist. Ein Level 5 Dwemer-Drache und der ist, Alter, der ist so über. Oder ich mache irgendwas falsch. Ich weiß, kann natürlich auch sein. Aber der ist schon ein bisschen happiger als der Rest. So. Da ist er. Der scheint auch größer zu sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Alter. Bei dem fühlt man sich halt richtig unwohl. Ich lock ihn gleich zum Dorfcamp. Ah.
Ruder geschnappt oder was? Durch den Baum? Wie kann er denn? Okay, das ist heißer Dampf, glaube ich, ne? Okay. Oh, cool. Ja, ich bin's, der Held. Ich bin der Drachengeborene, der von den Legenden berichten. Lydia, komm! Bring dich in Sicherheit. Die Orks werden uns beschützen. Wir werden wiederkommen, Level 5 Drache. Das ist aber peinlich. Huch, hi. Ganze Natur ist in Aufruhr. Weißt du, ich laufe immer beim schönen Hammer durch die Gegend und dachte, naja, da räumt schon gut was weg. Wir müssten vielleicht um den Drachen rumlaufen, nicht einfach die ganze Zeit in seiner Fresse rumhängen. Ich speichere mal hier nochmal, aber ich würde es halt gerne trotzdem nochmal mit dem hier probieren. Auch noch da. Entschuldigung. Hoppa. Hoppa, Quark. 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 In dem Frosch. Quark. Ist er noch da? Da unten ein Weg mit lauter Toten. Ohne Frage hat der Drache dies zu verschulden. Also wenn er nicht mehr da ist, hole ich mir die Sachen da raus. Aber wenn er da ist... würde ich gerne mal aus der Third Person und dann rumlaufen so ein bisschen. Nicht mal von vorne angreifen, weil das beim Drachen, glaube ich, nicht unbedingt die klügste strategische Idee ist. Aber ich glaube, der ist weg. Ja, ich glaube, der hat natürlich Angst bekommen vor unserer Heldenhaftigkeit. Verstehe ich aber auch. Wir sind halt schon sehr hardcore unterwegs. Ich wollte gerade ernst machen und das wusste er auch. Ich freue mich schon, wenn er demnächst wieder da ist. So, dann holen wir mal ganz kurz das Zeug da raus. Flups. Ah ne, das war gar nicht da drin. Okay, Entschuldigung. Nein. Das war hier im Tischschränklein. Small Plate Metal. Let's go. Pferd wird sich bedanken. So. Huch, hi Lydia. Hast du gesehen, wie der Drache Angst vor uns hatte? Wie der einfach abgehauen ist? Mann, ganz schön peinlich für den Drachen. Der hat bestimmt einen Spielstand geladen. Oh, Entschuldigung, das war schon wieder nicht mein Pferderuf. Das war der andere Pferderuf. Okay. So. Ricola. So. Ach ja. Heute ist wieder ein Tag für Helden. So, kurz weggucken, beschämt, und dann alles aufladen. Gut, dann wollen wir mal. Wir müssen das halt wirklich, wirklich alles abladen. Ich wollte eigentlich noch die Questrunde machen und dann langsam mal nach Hause gehen. Eigentlich stand bei der Mod, soweit ich mich entsinne, dass das Pferd halt nicht alles tragen kann, sondern nur eine bestimmte Kapazität hat. Aber wenn ich mir das so angucke, frage ich mich, ob das wahr ist. So. Vielleicht hat niemand damit gerechnet, dass jemand mit dem Staubsauger durch die Gegend läuft. Aber andererseits, wie spielt man das denn sonst? Ist doch klar, das macht man doch so. So. Tschüss, Ferdi. Danke dir. Bis bald. Ah. Erfrischend.
Okay, lass mal ganz kurz gucken. Der Drache ist bestimmt beim nächstbesten Dorf. Wir düsen jetzt, Fernwindhorst, wir düsen jetzt zu der Windklippenhöhle. Vor den Draugen, okay, das geht. Und zwar in just diese Richtung. Wir müssen also wahrscheinlich den Weg da runter nehmen. Dann ist das genau das, was wir machen wollen. Und vor allen Dingen auch mal raus aus dem Regen hier. Da ist es tot. Nein, aber seine Kumpels, okay. Müsste hier irgendwo voraus sein. Dann haben wir das endlich gemacht. So, was ist los mit dir? Ah, okay. Hat nur eine leichte Müdigkeit verspürt. Ah, ich bin schön als Chirurg. Ich habe nur das überflüssige Fett abgenommen. So, die Windklippenhöhle soll hier sein. Ah. Da steht auch schon jemand zum Empfang bereit. Ich glaube, das ist die Höhle. Ich gehe mal so runter, dass Lydia auch mitkommen kann. Ne? Dass wir nicht über Felsen springen, sondern dass wir einfach vielleicht hier die sanfte Schräge nehmen. Hier vorne. Hinten geht der Weg eh runter. Das hier ist so die Abkürzung. Lydia? Ja, Lydia läuft, glaube ich, den normalen Weg, oder? Lydia? Dauert noch ein bisschen, alles klar. Okay. Dann vielleicht nochmal ein kleines bisschen speichern. Und jetzt, wo die Sonne rauskommt, gehen wir dann endlich ins Dungeon. Ist das nicht schön? Ist das nicht liebreizend? Ah. Die Windklippenhöhle. Wird aber bewacht von jemandem, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh. Hatte gerade noch Kapuze auf. Ihr seid gekommen. Die Draugr, die Namiras Heiligtum heimsuchen, sind drin. Was da wohl drin ist? Ja, ich könnte aber Hilfe gebrauchen. Ich hätte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Iola, das ist Lydia. Lydia, Iola. Das ist aber jetzt sehr unangenehm für uns alle. Hey. Geht voran. Ich gehe voran. Lydia, es tut mir leid. Ich muss mit dieser Frau jetzt in diese dunkle Höhle gehen, aber es ist nicht das, was ihr denkt. Und das, was die anderen denken, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, wenn wir endlich todesmutig nach diesem gewagten Drachenkampf, den wir natürlich glorios gewonnen haben, dann gehen wir in diese dunkle Höhle und werden da wieder alle Geheimnisse ergründen. Mal gucken, was dort auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.